Ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten Pandas kaufen. Lass mal gucken, dass wir da auf jeden Fall genug Geld bekommen für. Aufregungspegel 9%. Dieser Besucher ist gar nicht aufgeregt und wird das Tierpark verlassen. Okay. Und was soll, was fehlt denn, dass es nicht so aufregend ist? Tiere oder wie? Ja, aber was ich jetzt verbessern kann, wird mir irgendwie auch da über diese Statistiken nicht mitgeteilt. Das finde ich ein bisschen schade. Da ist der die Panda-Statue. Die wollte ich nämlich irgendwie am Panda-Gehege mit einbringen. Wir werben wieder für TV. So. Dass wir auf jeden Fall genug Geld bekommen. Stellen wir mal auf schnell. Und gucken, dass wir die Pandas da reinbekommen. Und dann, wie gesagt, ziehen wir das irgendwie hier so ums Eck oder so. Dass das auf jeden Fall um einiges größer wird, das Gehege. Dass wir da noch die Panda-Statuen mit reinkriegen. So. Das läuft auch alles schön. Alle gesund momentan noch, wird zumindest nichts gezeigt. Ja, Tierschutzziele, was haben wir? Level 2 Tierschutzforschungsinstitut. Okay. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ah, das ist, Sind zufrieden. Manche Tiere sind krank, ja. 7800. Ich würde sagen, das kaufen wir jetzt hier nochmal, beziehungsweise erforschen wir. Hier haben wir den Panda. Den wollen wir auch, dass der auf jeden Fall gesund bleibt. Koala-Bär ist erforscht. Da wollen wir auch, dass die gesund bleiben. Also ich denke, dass wir da erstmal so als erstes investieren sollten. Patrick ist krank. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee, da zu investieren. Anke ist krank und Roberta ist krank. Okay, ich finde aber gerade, ja, da ist jemand. Und irgendwo war hier noch der zweite. Da ist einer. Wo ist jetzt der zweite hin? Ah, ich habe was gesehen. Gesund und gesund. So. Elefant, da war irgendjemand krank. Da. Waldbison und Anke, ein Koala. Gut. Ist das Anke? Ja. Und Wolfgang. So, dann sollte jetzt wieder alles gut sein. Was haben wir denn hier? Polarfuchs. Was ist das eigentlich? Ach so, Rehabilitation, ja, okay. Okay, wir lassen wieder ein bisschen schneller laufen, dass wir hier Tag bekommen. Und dann kaufen wir. Wir kaufen. Ach, das war doch da, Asien. Den großen Panda. Ein Männchen. Gratuliere, Aufgabe fertig. Erforsche und erwerbe ein Tier. Große Panda. Belohnung 50.000 Popularitätspunkte. Schön. So, und das Ganze natürlich nochmal in weiblicher Form. Ja, und kommt ins Gehege und kugelt sich gleich. Ja, sehr schön. Ja, cool. Okay, die brauchen doch mit Sicherheit noch Wasser. Ich habe da gar kein Wasser im Gehege.
machen wir das weg. So. So, jetzt mal gucken, was braucht ihr denn? Hm, bis jetzt zufrieden. Okay. Er müsste auch rehabilitiert werden, aber... Da weiß ich noch gar nicht so hundertprozentig, was das auf... Was das bedeutet. So, machen wir es einfach, einfach. So. Was machen wir nun? Ich würde da ganz gerne hier weiter rumgehen. Machen wir das doch. Gehen wir doch da erstmal ein Stück weiter. Hier. Ja. Und dann könnte man... Dann könnte man hier noch Platz das lassen. Den Weg da lang gehen. Und dann, das war Asien, ne? Thomas ist krank. Da. Ich lasse den jetzt hier mal rehabilitieren. Okay. Dann brauchen wir Zäune. Asien. Großer Drahtzaun hatte ich genommen. Jawohl. Braucht mehr Pflanzen. Gut, das war ja klar, dass das jetzt kommt. Soll ja auch so sein. Warte. Okay. Ich will hier noch weiter rum. Also nicht wundern. Ich will nur hier mit dem Weg lang. Das Stück da machen wir wieder weg. Das hier. Und dann können wir da nämlich schön Bäume aufstellen und so. Und diese Panda-Statuen. Und mal gucken, Geld haben wir im Moment noch genug. Käfig. Asien da. Ja, gehen wir so rum. Und noch ein Stückchen. So. So, denke ich, reicht das erstmal. Dann gucken wir jetzt hier mit den Statuen. So, dahin. 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 Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Vier. Drei, vier. Wäre das hier. Ja, hier könnte man eigentlich auch noch einen hinmachen, aber ich glaube, dass das fast genug sein könnte. Da müsste noch was hin. Könnten... Ne, das geht gar nicht, hier einen hinmachen. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man da den Baum wegnimmt. Wir gucken mal. Ne. Da geht's. Aber hier geht's nicht. Das ist ja... Achso, da habe ich auch das Wasserbecken. Wie kriege ich denn das da noch weg? So, okay. Geht da irgendwie trotzdem nicht, das zu verkleinern. Okay, dann müssen wir das da einfach lassen und, hier vielleicht eine Ecke wegnehmen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Und da dann einfach auch irgendwas Dekomäßiges hinpacken. So, jetzt suchen wir erstmal die Panda-Statuen. Andreas mag die Umgebung nicht, ja. Das kann
kann ich mir denken. Wird auch geändert. So, okay. Hier kommt dann auch noch irgendwas Dekomäßiges hin. Ein Brunnen oder sowas wäre doch da ganz schön. Da. Ja, gut. Okay. Dann brauchen wir Wasser. Erstmal Wasser. Wie ist denn die Sichtbarkeit? Da hinten ist gar nicht einsehbar, aber ich habe doch noch keine Wege. Hier machen wir die Wege umzu. Ich will mal eben gucken, wie sich das da auswirkt, wenn ich die Wege vorziehe. Ja. Das ist gut. Und dann ist halt da jetzt gerade in diesem Moment halt ein Stückchen nicht einsehbar, aber das ändern wir noch. So, dann brauchen wir Pflanzen. Und zwar Asien. So, dann die da auf jeden Fall. Die finde ich ja sowas von cool. Haben wir für die eigentlich schon was zu essen? Ja, da irgendwo. Das legen wir da vorne hin. Und natürlich noch eins davon. Daneben. Genau. So, dann brauchen wir für die guten Pandas. Was reicht euch denn hier an Hütte? Das ist irgendwie doof, ne? Kleiner hölzerner Schuppen. Stellen wir da doch einen hin. Und hier. So, okay. Dann jetzt Pflanzen. Asienpflanzen. Oh, Palmen. Oh. Gibt es schöne, schöne Palmen. Da noch. Also hier, das Eck hier hinten können wir voll machen mit Pflanzen. So, die fühlen sich auf jeden Fall jetzt wohl. Das ist schon mal was. Ich mich aber noch nicht. Aber jetzt. Und dann braucht ihr auch noch das da. Und das da. Und dann bin ich zufrieden. Jo. Gut, okay. Tun wir mal rehabilitieren hier. Das haben wir alles eingestellt. So, dann gucken wir hier mal. Hier war was ausgelaufen. Ah, die Kojoten haben wir jetzt schon auf, ne? Maximales Ding. Das ist Pan. Ja, forschen wir halt weiter, was die Kojoten angeht, ne? Und dann gucken wir mal, ob das dann auch tatsächlich was bringt. So, ja, ich finde, jetzt haben wir ein schönes Panda-Gehege, ein schönes Elefantengehege. Die Kleinen sind auch ganz in Ordnung. Da können noch ein paar Buden hin. Buden. Was zu trinken. Souvenirs. Ach, so ein Besucherzentrum können wir eigentlich auch hier nochmal hinstellen. Nee, geht nicht. Warum nicht? Oh, nicht genug Geld wahrscheinlich. Okay. Dann lassen wir wieder schnell laufen, wenn wir kein Geld mehr haben. Das geht einem aber auch immer schnell aus, wenn man so am Bauen ist. Okay, da haben wir wieder was fertig. Gucken wir nochmal. Elefant. Ah ja, hatten wir Elefant gemacht, ja. Da können wir momentan leider überhaupt nichts machen.
Da haben wir den Fehler wieder gehabt. Das ist nur, wenn wir das schnell laufen lassen. Bambus. Warte mal, Bambusfutterplatz. Ach, das kann wieder alles nicht bedient werden, ne? Ach, muss ich wieder so einsammeln. Das kommt, weil ich immer so viel Geld ausgebe. So. Okay. Jetzt sollte eigentlich alles wieder versorgt werden können. Hoffe ich. Okay. Die Forschungen sind auch soweit alle fertig. Sehr schön. Okay, dann lassen wir noch mal laufen. Obwohl ich gerade sehe, dass der Part schon wieder zu Ende ist. Dann würde ich den doch an dieser Stelle jetzt einfach mal beenden. Und ja, wir machen im nächsten weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.